Was geht ab, meine Freunde? Wir zeigen euch heute, oh mein Gott, unser 200 Millionen Euro Madeira-Anwesen. Elektrisches Gate, easy für uns. Sicherheitsmaßnahmen für High-Profiler wie uns, für High-Roller. In the game. In the game, you know what I'm saying. Kommt mit rein, wir fangen an. Double Garage. Ihr wisst, was ich talke, Double Garage. Gerade kein Auto hier, weil, also wenn man hier ein Auto parkt, dann zerkratzt man es meistens. Passt soweit. Double Garage hier, kommt mit rein. Wir schauen uns erstmal unsere fette Finca, unsere fette Villa hier auf. Auf Madeira, you know what I'm saying. Nö. Handcrafted, meine Freunde, handcrafted Töpferwaren. Jedes Piece einzeln, um die 6000 Euro. Allein dieser Eingangsbereich hier ist mehr wert als euer komplettes Drecksleben, Alter. Fangen wir an, meine Freunde, Eingangsbereich hier vorne. Let's go, lass uns reinhüpfen. Erstmal hier, 80er Jahre Sicherheitssystem, genutzt von Pablo Escobar himself. Ebenso auch dieser Hut hier vorne. Was geht? Ey, yo, Pablo. Katao plomo, puta. Ja, 2 mehr Tonnen Kokain. Ja, du weißt, wovon ich rede. Ja. Dann haben wir hier vorne, meine Freunde, handgemalt. Salvatore Dali, die letzte Geige seines Lebens. Könnt ihr nachgoogeln, gibt's wirklich. Hier vorne das Bad für die Gäste und die Angestellten. Ihr wisst, meine Freunde, wer so viel Platz, wer so viel Geld hat, wer so viel, unglaublich viel Masse an Haus hat, der hat Angestellte. 40.000 Euro Blattgold benetzter Gucci-Spiegel, Justin Iced Out, du weißt Bescheid. Living Room Nummer 1, ja, Wohnzimmer Nummer 1, meine Freunde. Hier hängen meine ganzen Doktor und sämtliche Auszeichnungen, die ich jemals vom Land Portugal erhalten habe. Universität de Tecnica de Lisboa, ja. Doppelter Doktor im... Ups. Und dann hat hier nochmal eine von der Handelskammer in Madeira ausgezeichnet als bester Steuerhinterzieher 2020. Boy! Mega nice, gefällt mir. Hier vorne 40 Flat Inch Double Wide Ultra Boost Sonic Screen. Mega, mega stark hier vorne. Komplettes Homeoffice, sehr schön eingerichtet mit Einbauschränken, die wirklich mehr kosten als euer gesamtes Leben. Neuester Fujima Laptop, meine Freunde, mit einer Maus, die unglaublich besser nicht sein könnte. Handcrafted, wirklich handverlesenes Leinensofa, ja. Auch wieder extrem teuer. Wir reden hier von 200.000 Euro, Mois. Dann haben wir hier vorne eine wunderschöne Stehlampe. Die funktioniert nicht. Dann geht's hier weiter, direkt in meine Bibliothek. Und ihr seht, hier sind alle meine Sachbücher, die mir zu meinem Reichtum verholfen haben. Da sind Fotos von fremden Familien drin. Ich sammle sowas. Jeden das Seine. So viel auf jeden Fall zu meiner Bibliothek mit meinen ganzen Auszeichnungen. Gehen wir weiter. Wohnzimmer Nummer 2. Hier vorne auch wieder teuerste Vasen, Ming-Vasen. Feinstes Porzellan aus China hier eingeflogen natürlich. Ohne Coronavirus, ihr wisst Bescheid. Hier wieder wunderschöner Esstisch, handverlesenes Büffelleder. Hier natürlich auch wieder Schlangenleder. Benetzte Stühle, Kristall, ja. We don't f*** with Swarovski, wir nehmen nur echte Kristalle in den Mund, ihr wisst, was ich meine. Hier vorne, wunderbarer View, wir wollen aber nicht zu viel spoilern, deshalb gehen wir erstmal hoch. Hier ein weiteres Louis Vuitton Sofa, ein wunderschöner Spiegel aus dem 16. Jahrhundert, extrem teuer. Extrem teuer. Ja, und natürlich hier nochmal die letzten Einrichtungstrends von dem Jahr 2004. In dem Jahr lebe ich. Die Treppe nach oben kommen wir natürlich erstmal in die unglaublich teuren Gästegemächer. Das Master Bathroom und der Master Bedroom befindet sich natürlich unten. Hier wunderschöne Bilder von Lars Wesermann. Wirklich ein sehr, sehr angesehener Künstler hier in Funchal. Hier eine Bildergalerie von gruseligen und teufelbesessenen Bildern, die Tobi abgehangen hat, weil er Angst hatte, dass sein Zimmer verflucht. Und was tatsächlich stimmt, Tobi, wir sehen dich. Hier vorne wunderschönes Badezimmer. Oben hin gefliest. Marmor, Alter. Marmor, wohin das Auge sieht, ein BD. Falls man keinen Bock hat, seinen dekadenten Arsch mit billigem Toilettenpapier zu benetzen, yo, wir nehmen Wasser. Champagner kommt aus dem Wasserhahn, du weißt, was ich meine. Zimmer Nummer 1. Hier schläft einer der Mitarbeiter, der Gärtner Tobi. Und was soll ich sagen, ihr seht eine Menge leere Bilderrahmen. Das liegt halt wirklich daran, dass die Bilder hier in der Wand hangen und Tobi halt echt Angst hatte, dass er... Also das Hier spukt es, in dem Haus spukt es. Hier sind unglaublich gruselige Geräusche. Wir machen direkt weiter. Extrem schöner Spiegel hier. Ganz tolle Teller, meine Freunde, aus dem 16. Jahrhundert. Vorsichtig, die darf man gar nicht anfassen, hat der Besitzer mir gesagt. Napoleon auf dem Teller. Sehr exquisit, sehr teuer. Schlafzimmer Nummer 2. Hier ein im Jugendstil eingerichtetes Schlafzimmer. Extrem geil. Wirklich sehr, sehr schön. Flat Screen von HP. Ihr wisst, was ich meine. Wir rocken den High Class. Hier auch wieder ein kleines Buch von Jesus. Wir sind alle extrem gläubig und glauben an die Bibel. Man könnte meinen, hier wohnt Beatrice.
habe das Gefühl, hier wohnt eigentlich eine andere Familie als wir. Nächstes Zimmer, meine Freunde. Wunderbare Aussicht. Ey, ihr seht's. Hier wieder wirklich Mahagoni und Elbenholz gecraftet, per Hand zusammengeschraubte, wunderschöne Möbel hier. Lampe Nummer 1, Schlangenleder benetzt, Lampe Nummer 2, mit antiken Schildkröten, Sackleder. Hier oben ein eingelassener Flatscreen in die Wand. Who doesn't dash? Know what I'm saying? Wunderbare alte Manuskripte aus dem alten Asien, die wahrscheinlich mit dem Coronavirus benetzt sind und ich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren sterben werde. Hier vorne ein unglaublich krasses Masterbadezimmer. Ihr seht, Toilette mit Kackspuren, alter Lukas. Sowas macht man sauber. Badezimmer, Mahagoni, hier Badewanne mit Whirlpool. Ihr wisst, was ich meine. Und der View, uff, sprechen wir nicht von dem View. Machen wir weiter im nächsten Raum. Die Treppe weiter emporgeklettert, meine Freunde. Teppiche aus dem Orient, ja. Ich sag mal so, wir haben uns hier nicht in, wir haben uns hier in unserem gestürzt. Und ja, diese Teppiche kosten mehr als das, was eure Eltern im Leben verdienen. Hier die Treppe hoch, wie gesagt, auch handverlesen, mit wunderschönen Holzern hier gefertigt. Und hier vorne geht's in die Abwehrkammer. Nein, es ist tatsächlich das Zimmer von Leo. Er schläft auf allen dieser beiden Betten und du kannst sagen, du bist sehr zufrieden hier oben, oder? Ich bin sehr zufrieden hier oben. Perfekt. Dann gehst du nach dem Video wieder ins Zimmer, ja? Ja. Super. Kommen wir raus, meine Freunde. Die Creme de la Creme von Funchal erwartet uns. Ihr wisst, was ich meine. Normalerweise hatten wir oben noch einen Whirlpool, den haben wir leider für den Dreh abbauen müssen, weil es sonst zu krass gewesen wäre. Hier hätte sonst zu sehr nicht mehr klargekommen. Extrem schön, wirklich hier einzelne Orchideen, handverlesen, auch wieder aus dem botanischen Garten, aus dem tropischen Garten hier oben in Funchal. Wunderschön. Also das sind wirklich einfach echt Quality Blumen, extrem geil. Schaut euch diese Aussicht an. Wir sehen da unten den Hafen, wir sehen das Meer, wir sehen ein paar Slums. Und wir haben natürlich Blick auf unseren wunderbaren Pool hier unten, meine Freunde. Damn, gönnt euch diesen Garten, Alter. Gönnt euch diesen Garten, gönnt euch dieses ganze Geld. We live with it, you know what I'm saying. Diese wunderbare Treppe, die extrem sicher ist und auch handgecraftet ist von einem der ortsansässigen Schreiner, die ein extremes Alkoholproblem haben. Ich bin gestern hier zweimal die Treppe runtergefallen. Hier eine wunderschöne Sitzecke. Ja, auch wieder hier, man kann sich nicht beschweren. Abgesehen von der Deckenhöhe ist es extrem toll. Ich habe das Gefühl, das Haus sah auf den Airbnb-Bildern deutlich besser aus. Kann das sein? Ja. Gehen wir runter, den Weird Flex erstmal anschmachen, meine Freunde. Dieser alte Teppich aus dem 12. Jahrhundert mit eigener Lampe, ja. Man sieht auf dem Teppich zwei Mönche, die sich gerade fragen, was soll das Ganze? Kommt mit mir runter, wir gehen jetzt runter in den Hauptteil des ganzen Hauses. Ja, hier haben wir quasi den Living Room. Beginnen wir hier mit dem wunderbaren Flur. Wir machen erstmal das Licht hier an, meine Freunde. Alexa, Licht im Badezimmer an. Ihr seht, alles voice activated. Hier haben wir unsere Abstellkammer für unsere Mitarbeiter, die sich hier wirklich Tag und Nacht um alles kümmern. Holst du mir ganz kurz ein Bier? Jetzt. Holst du mir kurz ein Bier? Holst du mir kurz ein Bier, dankeschön. Auf jeden Fall hier das Zimmer von einem unserer Mitarbeiter, extrem geräumlich und wirklich den Arbeitsumständen entsprechend eingerichtet. Hier haben wir eines der weiteren Badezimmer, von oben bis unten mit feinsten Steinzeugfliesen. Gefliest. Hier schlafe ich. Hier dusche ich, schlafen ist ja falsch. Hier dusche ich, fülle ich mir die Haare und bin auch gerne nackt. Wir hatten leider kein Bier mehr, Sir. Das ist Wasser. Entschuldigung. Gehen wir in die Küche, meine Freunde. Hier haben wir auf jeden Fall auch wieder das Pablo Escobar Sicherheitssystem. Ey, yo, hit me up. What's poppin'? Ihr seht's hier, wunderbare Küche, Alter. Hier wird auf jeden Fall abends gekocht von Lukas, unser wunderbaren Koch. Eine Siemens Mikrowelle, meine Freunde, aus dem Jahr 1812. Die kann auf jeden Fall einiges, außer Essen warm machen, weil die ist kaputt. Hier haben wir noch einen wunderschönen Ofen, den wir nicht benutzt haben, weil wir nicht wissen, wie er angeht. Hier ein doppelter Kühlschrank, meine Freunde. Extrem krass. Und wenn ich jetzt frage, was das hier unten soll, ja, muss der Wi-Fi wohl einen TikTok machen. Ja, auf jeden Fall hier alkoholische Kaltgetränke, Bier, Bohnen, Kartoffeln. Nice. Unsere Snack-Corner hier vorne. Unser Gärtner Tobi, der sich auf jeden Fall hier krank um das Haus im Außen kümmert. Hier unsere Snack-Corner. Ey, wir nehmen nur den High Clash uns. Sau lecker, ich liebe es. Hier, wie gesagt, Waschbecken, ja, mit beweglichem Schlauch. Mega geil für geile Spritz- und Wasserspiele. Schneidebrett, Küchenwaage, Wasserkocher, Injektionsherd, ein Grill, den wir noch nicht benutzt haben, weil wir nicht wissen, wie er funktioniert. Eine Dunstabzugshaube hört auf diesen Sound, meine Freunde. Zusammen kuratiert von Hans Zimmer höchstpersönlich diese Symphonie. Ah, f*** with it, you know what I'm saying. You know what I'm saying. Riesiges Spiegelkabinett.
Hier vorne ein riesiges Spiegelkabinett mit verschiedensten wunderschönen Kristallgläsern, ja. Handgecraftet und handgeblasene Gläser hier mit wunderschönen zusammen kuratierten Bildern. Hier haben wir tolle Glasbausteine aus dem Nahen Orient, einen Wäschetrockner, ein Waschbecken und natürlich hier eine Waschmaschine. Kommt mit, ich zeige euch das Master Bathroom. Hier schläft auf jeden Fall der Don höchstpersönlich. Hier wird die ein oder andere Fiesta auf jeden Fall gecelebrated. Hier unten, meine Freunde, ist mein Reich. Hier schlafe ich gerne. Dieser Kleiderschrank, oh, wir wollen gar nicht drüber reden, was da drin ist. Dieser Kleiderschrank beherbergt mehr Klamotten, als ihr euch jemals in eurem Garten... Wohnzimmer, meine Freunde, auch hier wieder extrem krasse Sachen, die hier zusammengestellt worden sind. Ja, hier vorne ist unser Bitcoin-Hauptoffice, ihr seht das hier. Hier wird auf jeden Fall tagtäglich an verschiedensten Investitionsmodellen gearbeitet. Alle meine Sachbücher, die ich gelesen habe, habt ihr bereits oben gesehen. Auch hier wieder extrem neuer HiFi. Das hier vorne in der Ecke ist Dave. Bitte nicht wieder schlecht. Dave hat ein kleines Nachkriegstrauma. Hier auf jeden Fall auch wieder extrem sinnvolle und tolle Verstaumöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel einfach mein Bier hier hinten reinstellen, wenn ich das möchte. Und das vergessen. Hier vorne haben wir eine verschimmelte Orange gefunden, die war nicht so geil. Auf jeden Fall auch hier wieder Messing und Zinn aus dem Nahen Orient. Ich habe den Schlüssel dafür. Ich glaube, das ist wirklich wertvoll. Die haben das weggeschlossen. Actually, wahrscheinlich sind diese Kunstgegenstände hier wirklich viel Geld. Hallo? Hey! Zurück! Zurück! Mahagoni, Holztisch, mega 40 Zoll Flatscreen mit doppelter Surround-Anlage von Technics, Alter. Hier wieder extrem krasse Stauraummöglichkeiten, auch CDs, die ich während meiner Investitionsphase immer wieder gehört habe. Il Divo, check den aus, extrem nice, auch bei uns im Label gesigned. Hier vorne eine extrem teure Vase, die ich am besten wieder zurückstelle, weil ich sonst wirklich Ärger bekomme. Hier ein extrem, wirklich ergonomisch perfekt sitzender Platz, ein Tisch, ja, der besser designen könnte. Da vorne die extrem crazy Minibar mit wirklich geisteskranker Auswahl an Alkohol. Wir haben hier Bacardi, wir haben einen Royal Madeira und einen Velo Rabanero. Jede Flasche davon mindestens 80 Euro. Dave, ja, möchtest du mit rauskommen oder willst du? Nein. Hier auf jeden Fall unser Wintergarten, obwohl in Madeira niemals Winter ist. Hier draußen chillen wir, grillen mit den Homies, haben eine geile Zeit. Ihr wisst, was ich meine. Hier auf jeden Fall unsere Frühstücks- und Breakfast-Corner. Hier vorne wird gechillt und gedabbt. Hier hängen wir auf jeden Fall und smoken gerne den einen oder anderen Doogie, den einen oder anderen Blatt. Hier vorne auf jeden Fall der Pool. Extrem stark, Mann. Wirklich 20 Grad kristallklares Wasser, ja. Hier vorne einer der weiteren Mitarbeiter. Wir drehen hier gerade. Könntest du vielleicht reingehen einfach? Lässt es einfach los, oder? Hier vorne auf jeden Fall ein wunderschöner eigener Weg mit tollen Bäumen hier. Wirklich, da kümmert sich Tobi, der Gärtner, extrem gut drum. Alles in allem, meine Freunde, kommen wir auf einen Gesamtwert von whopping 200.312.070.000 Trillionen. Und jetzt kommt das Highlight, meine Freunde. Der View, den ich euch hier erstmal präsentieren möchte. Ja. Hier natürlich auch wieder Christian Rich, Dior. Handverlesen und handgekraftete Liegestühle, extrem stark. Und hier vorne, meine Freunde, das hier ist die Ecke mit diesem Bananenblatt hier runterklappe und in den Hafen schaue, dann denke ich mir, kommt jetzt auf jeden Fall in die WhatsApp-Gruppe, denn alle Infos, die ihr genauso reich und erfolgreich werden könnt wie ich, findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt verpisst euch. Geh raus. Komm, geh jetzt.